So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video als Vorbereitung auf die Konferenz Inverted Classroom and Beyond 2020. Findet ja im Februar an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden bei Wien statt. Wir freuen uns schon alle sehr auf die Konferenz und heute wieder ein Gast bei mir. Und ja, darf ich gleich bitten, dass du dich kurz vorstellst, lieber Michi, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Michael Fuchs. Ich bin Universitätsassistent an der TU Graz und unterrichte die Vorlesung Elektronische Schaltungstechnik 2, die ich dieses Jahr das erste Mal teilweise in Flipped Classroom abgehalten habe. Gemeinsam mit mir oder hospitiert hat die Vorlesung gemeinsam mit mir Maria Haas, die heute leider nicht da sein kann. Sie ist am Institut für Lehr- und Lerntechnologien angestellt und beschäftigt sich heute mit der Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen an der TU. Sehr cool. Also ihr habt da richtig eine Kooperation gehabt. Und warum habt ihr euch dann entschieden, tatsächlich hier einen Flipped Classroom zu machen? Naja, ich bin schon längere Zeit interessiert, Entschuldigung, ich bin schon längere Zeit interessiert, diese Vorlesung irgendwie weiterzuentwickeln und es war von der TU ein Projekt ausgeschrieben, wie man irgendwie neue Lerntechnologien einsetzen kann. Und ja, tatsächlich haben wir dann einen Projektantrag gemeinsam eingereicht und haben dann von der TU Geld dafür bekommen, diese Vorlesung umzugestalten. Und ja, das haben wir dann gemacht, haben Videos aufgenommen und so weiter. Ja, und jetzt findet die teilweise in Flipped Classroom statt. Cool. Das heißt, was erwartet uns dann jetzt an der Konferenz? Also worüber werdet ihr berichten? Ja, wir berichten, wie das in der Praxis abläuft. Also wie macht man eine Vorlesung mit technischem Bezug in Flipped Classroom? Besonders ist irgendwie hervorzuheben, dass bei dieser Vorlesung viele praktische Inhalte vermittelt werden sollen. Es geht um Schaltungstechnik, es geht um Elektronik. Ja. Es geht darum, dass die Leute was lernen, das sie im Berufsleben dann tatsächlich auch anwenden müssen. Und ich glaube, dass genau deshalb Flipped Classroom sehr geeignet ist, in so einer Vorlesung, einfach um dieses Hands-on, diesen Praxisbezug in den Vordergrund zu stellen. Die Leute sollen nicht nur theoretisches Wissen haben, nicht nur irgendwie so wie in der Mathematik mit Zettel und Stift arbeiten, sondern sie sollen mit Bauteilen zu tun haben, sie sollen mit Datenblättern zu tun haben, sie sollen mit Messungen zu tun haben. Und sollen dann diese Datenblätter natürlich auch interpretieren können. Sie sollen Schaltungen aufbauen und entwickeln können. Sie sollen Messungen mit bewerten und beobachten können. Und da ist teilweise die Hürde einfach größer, wenn man jetzt nicht nur einfach Zettel und Stift zur Verfügung hat, sondern man müsste sich ja, wenn man sich damit selbst beschäftigen will, Bauteile kaufen. Man müsste Messgeräte kaufen, die teilweise immens teuer sind. Und ich habe mir gedacht, diesen Praxisbezug kann man in der Vorlesung auch schon herstellen, wenn man das richtig aufbereitet. Genau. Super, klingt absolut cool. Bin schon sehr gespannt. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im Februar ja vor Ort, nehme ich an, in Baden. Genau, ich werde jetzt dann Ja. da sein. Super, da freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast und das hier ein bisschen auch schon ja, berichtet hast, was da auf uns zukommt. Klingt auf jeden Fall spannend. Also, wie Sie schon sehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben absolut ein cooles Programm, tolle Vortragende. Also bitte unbedingt für die Inverted Classroom and Beyond Konferenz 2020 noch anmelden und seien Sie dann dabei, wenn wir genau über solche coolen Innovationen an der Hochschule uns austauschen. Danke nochmal und bis bald. Sehr gern. Bis bald. Ciao.